Ja, die edle Lady Hellbender kämpft heute an unserer Seite, nachdem wir Foom besiegt haben. Foom den Unbesiegbaren. Klingt, als würde Drax größter Traum in Erfüllung gehen. Wir begegnen unserem Schicksal, Freunde. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Haben wir doch, oder? Klare Sache. Und außerdem haben wir Mantis wieder. Allerdings haben wir Warlock verloren. Und nur er kann den Magus exorzieren, wenn wir das Ritual gestoppt haben. Holen wir ihn raus aus dem Sektenknast. Im Ausbrechen kennen wir uns doch alle aus. Ich bin gut. Hat er noch den Tracker? Oh ja, das Ding kriegt er nicht so schnell wieder ab. Gut, wir müssen nur rechtzeitig da sein und hoffen, dass Lady Hellbender es auch ist. Wird sie, da bin ich ganz gewiss. Alles klar. Packt euren Kram, Leute, macht alles einsatzbereit. Geht nochmal Pipi, wenn ihr müsst. Wir machen keine Pause mehr. Hey, Quill. Leih mir mal deine Musik. Wieso? Ich muss mich konzentrieren. Komm schon. Lass ihn nicht fallen. Mantis, was ist auf Lamentis passiert, nachdem wir weg waren? Als wir dich zum letzten Mal gesehen haben, war die Lage prekär. Das ist eine lange Geschichte. Wir reden darüber, wenn du auf der Toilette warst, wie Startyp gesagt hat. Ich muss aber nicht. Gut, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn der Kirchenoper dich Glaubenscrunches machen lässt. Moment, Raker wird was tun? Kommt drauf an, aber irgendwann sagt jemand meinen Namen und dann ist da was mit Pipi. Toll, das wollte ich gar nicht wissen. Ich bin gut. Ach ja, kleiner Struppi, das Pipi könnte von dir sein. Nein. Cooler Move, Drax. Mit meinem Gewicht auf dem linken Fuß habe ich mehr Kontrolle über meinen rechten Haken. Viele Leute unterschätzen immer eine ordentliche Beinarbeit. Die Konzentration auf den Oberkörper verrät den Amateur. Ganz genau. Gewichtsverteilung ist entscheidend, vor allem mit Nahkampfwaffen. Tja, Morgoths Atem, du hast völlig recht. Okay, das Ende ist nahe. Nein, streich das. Die Wächter der Galaxie sind nahe. Ich muss gleich kotzen. Da wären wir wieder. Déjà-vu. Täusche ich mich oder ist die Flotte jetzt doppelt so groß? Du täuschst dich. Mindestens dreimal so groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Und jetzt? Lichter aus, Triebwerke aus und warten, dass Lady Hellbender auftaucht. Ist denn sicher, dass sie kommt? Sie ist eine Frau von Ehre. Eine Königin. Sie muss nur ihre Truppen sammeln. Und wie lange braucht sie dafür? Zu lange. Nein, wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir müssen die Galaxie retten und Nikki. So oder so, wir müssen da rein und dieses Ritual unterbinden. Mit dieser Flotte nehmen wir es allein nicht auf. Kleiner Struppi! Rocket! Verdammt, was machst du da, Mann? Wir müssen in die Sacrosanct dieses Ritual aufmischen, hab ich recht? Klar ist, dass wir hier draußen draufgehen würden, also sorge ich für eine lautstarke Ablenkung. Mein Walkman! Genau, der bläst denen jetzt gleich deine komische Musik überall um die Ohren und während die suchen, wo das Gedudel herkommt... Schlittern wir ohne Triebwerke lautlos vorbei und gehen an Bord der Sacrosanct. Clever! Echt jetzt? Meinetwegen. Aber wenn wir gewonnen haben, holst du ihn mir wieder. Und jetzt komm rein! Okay, suchen wir uns einen Parkplatz. Ha, diese Idioten! Unser Täuschungsmanöver funktioniert. Tu doch nicht so überrascht. Wir werden meine Musik zurückholen, sobald es hier alles vorbei ist. Sorry, Quill. Sie werden sie wahrscheinlich in Stücke schießen, wenn sie sie gefunden haben.
Dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses Opfer sich lohnt. Könnten wir es bitte anders nennen? Flüstern wir überhaupt? Ich bin gut. Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber sie hören uns nicht durch den Schiffsrumpf. Trotzdem flüsterst du noch. Weil ich nicht der sein will, der die verflagte Schuld hat, wenn sie es doch hören. Aber sie können nicht. Klar, wenn sie es hören könnten. Morgoths Atem. Wow! Ja! Lady Hellbender ist eingetroffen! Wächter der Galaxie, kommt raus aus eurem Versteck! Die Monsterlords von Sekhnath 9 dürsten nach Krieg! Wir verstecken uns nicht! Wir schleichen! Weil wir lebend an Bord der Sacrosanct kommen müssen! Dann werden wir hier draußen so viele abschlachten, wie wir können! Während ihr euch hineinkämpft. Fresst, meine Kinder! Brecht ihre kläglichen Panzer auf und ergötzt euch an dem süßen, weichen Fleisch darin! Das ist so Metal! Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sacrosanct. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Riskant. Wir stehen unter Beschuss. Lass dich nicht treffen, Quill. Ich versuch's ja, verdammt. Schadensbericht. Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden. Hilfreich, danke. Meine Klicken sind hier nutzlos, Peter Quill! Ich arbeite daran, Großer! Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sacrosanct. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke. Los, knacken wir die Sacrosanct. Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Riskant. Wir stehen unter Beschuss. Lass dich nicht treffen, Quill. Ich versuch's ja, verdammt. Ich will eine Schlacht, Peter Quill. Bring uns rein! Das hat man davon, wenn man mit einem Messer zu einer Raumschlacht geht. Ich hab den Typen erwischt. Mist, das sind echt viele Geschütze. Entweder erledigen oder umgehen, aber wir müssen da durch. Schadensbericht? Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden. Hilfreich, danke. Ja, unfair! Holen wir das Beste aus dieser Abdeckung heraus! Wenn du uns umbringst, Quill, dann bringe ich dich um! Wir sind drin! Mantis, sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja! Manchmal! Moment, vielleicht solltest du... Zu den Waffen! Der Feind nähert sich! Ein Zeichen von Warlock? Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Felsformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Sag das Ding!
Der Hangar ist weit offen. Sie können von überall angreifen. Heißt auch, dass sie von überall angegriffen werden können. Wir verlangen nach großen Lösungen. Danke, Drax. Diese Glaubenskisten sind instabil. Ich wette, sie explodieren ganz prächtig. Ja, Groot, ich bin sicher, Sie wissen genau, warum wir hier sind. Ihr habt's gehört, immer drauf, bis sie platzen und knacken. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Das wird unser glorreicher Angriff auf die Kirche! Außer Sie haben noch einen Notfallplan. Ja. Ich vermisse gerade wirklich meine Songs, Rocket! Wenn wir hier lebend rauskommen, mache ich dir neue! Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten, Peter Quill! Drax, dein Freund und Helfer! Der Hangar ist weit offen! Sie können von überall angreifen! Solange die Schiffe uns nicht entdecken, sollte alles okay sein! Mistschädel, wir sind nur wegen der Erfüllung hier. Ja, damit wir sie stören können. Diese Glaubenskisten sind instabil. Wir sollten das zu unserem Vorteil nutzen. Zeig sie, Drax. Natürlich glaube ich an unseren Sieg. Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Groot, hilf ihn mal! Lady Hellbenders Auftritt war ein ziemliches Spektakel. Die Kirchis haben bestimmt gebetet, dass sie davonkommen. Gamora, Aufschnitt! Ich vermisse gerade wirklich meine Songs, Rocket! Wenn wir hier lebend rauskommen, mache ich dir neue! Der Hangar ist weit offen! Sie können von überall angreifen! Solange die Schiffe uns nicht entdecken, sollte alles okay sein! Diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten! In manchen Kulturen gilt das hier als Gastfreundschaft! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt! Vielleicht sollten wir uns da nicht neben sie stellen. Weiter geht's, Tiger. Die nächste Runde geht auf mich. Wow, achte auf deine Wortwahl. Hey, Quill, willst du ein Feuerwerk sehen? Der Trick ist, sie zu besiegen, bevor sie dich besiegen. Vielen Dank für die Hilfe, Großer. Mach sie fertig, Gamora! Verschwinden wir von hier! Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht! Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben! Verdammt! Sie haben die Irrenelite angefordert! Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht! Gamora! Zeig sie! Rocket! Feuerwerk! Groot! Mach dein Ding! Lass ihre Lichter ausgehen! Ich vermisse gerade wirklich meine Songs, Rocket! Wenn wir hier lebend rauskommen, mache ich dir neue! Seht doch, der Zauberer heilt die Seinen. Nimm ihn ins Visier. Seht doch, der Elite-Typ heilt seine Verbündeten. Worauf wartest du? Schieß ihn mit Angriff aufs Kraftgesicht. Er heilt seine Freunde. Jetzt wird er ohne Kopf fliegen können. Kleingehacktes Gamora. Irgendwelche letzten Worte? Rocket, volles Programm. Der Quadratschild verteilt große böse Sonnenstrahlen. Der Schattenhase muss sofort erledigt werden. Holt den Flieger runter. Er heilt den Rest. Hora runter. Ich bin Groot. Was jetzt, Peter Quill? Ich finde nicht raus, wie ich den verletzen kann. Drax, zerstört! Er ist geschwächt, Attacke! Er soll es spüren! Nenn mich Stormlord!
Hexerei! Hütet euch vor verstärkten Angriffen! Zeigt ihn! Richtig! Zeigt ihn, Groot! Ich bin Groot! Klar, wir müssen zuerst die Erde angreifen auf! Machen wir seinen Untergang permanent! Mach dein Ding, Gamora! Räucher sie aus, Rocket! Gern geschehen! Auf dich kann ich immer zählen, Gamora! Ich muss durchhalten! Du solltest dich darum kümmern, Peter! Mann, können wir wenigstens eine Delle bei dem? Oh. Der fliegende Freak macht seine Puppen stark! Anscheinend hat sogar sie ihre Grenzen! Red braucht Hilfe! Verdammt! Sie haben die Irrenelite angefordert! Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht! Das ist deine Chance, Gamora! Jetzt schlägt Drax Team! Folgt los, Rocket! Zeig, was deine Ente drauf hat! Die Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten! Sag ihm das später, wenn sie tot sind! Der Zauberer beschützt die anderen! Was ist das Gegenteil von heilen? Das sollten wir mit ihm machen! Ha. Kappen wir die Verwendung des Lebens zu seinen Freunden! Er wird dafür lachen! Ein Fanatiker weniger! Wie der Priester kanalisiert Energie in den Lauf! Den nächsten Wurf nicht! Zeig uns dein Schwert! Wie kann es sein, dass er noch steht? Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Der Kriegergeist hat gefüllt mit Stärke zurück! Stirb, ehrenvoll! Er ist aus dem Rhythmus! Schlagen wir ihn nieder! Das musst du mir nicht zweimal sagen. Der Schwebende stellt seine Gefährten wieder her. Umso mehr Grund, ihn zuerst zu töten. Der Priester steigert ihre Fähigkeiten. Etwas Unterstützung, bitte. Hey, Quell. Ich glaube, der Große sieht Sterne. Da kommen wir nicht durch. Ich bin Groot. Auf den Flieger! Er heilt sein Team! Ich bin Groot! Hey, der Große braucht deine Hilfe, Quill! Drax! Oh Mist! Ich komme! Ich helfe dir, Drax! Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt! Jungs, der heilt den Rest! Worauf wartest du? Schieß ihm ins Gesicht! Durchlaufen, Rocket! Ich bin Groot! Besser, danke! Diese Glaubenskisten sind instabil! Vielleicht sollten wir uns da nicht neben sie stellen! Ja, mit der Robe macht die anderen schwerer verwundbar! Erledigen wir den Narren damit! Achtung, Wetter! Alles für dich? Zeigt uns einer von euch Flakern, wo die Ritualkammer ist? Genau! Wir haben das Feuerwerk mitgebracht! Böse Magie! Der Zauberer heilt die anderen! Umso mehr Grund, ihn zuerst zu töten! Der Hexendoktor verstärkt unsere Herausforderung im Kampf! Ja, je früher der Typ am Boden ist, desto besser! So viele Spinner zum Hochjagen! Ich wette, ich erledige mehr als du. Ha, mach den Groot mit ihnen, Groot! Ein weiterer irrer Kultist weniger. Ist das eine sogenannte spirituelle Erfahrung? Der Quadratschädel pumpt seine Kuppel auf. Eliminiert ihr den Medizinverteiler! Auf den Schweber! Er repariert die anderen! Es wird der ohne Kopf nicht fallen! Vorsicht! Er heilt seine Freunde! Er überlädt seine Kurbel! Das ist nicht gut! Halt ihn auf! Leg los, Rocket! Der Kirchenschweber zieht immer neue Tricks aus dem Ärmel! Erledigen wir den Narren, damit er keine Leckerlis mehr verteilt! Ich bin Groot! Genau! Der schwebende Freak repariert den Rest! Beschäftige sie, Groot!
Die Kirche hat gefühlt 8 Armeen Blasterfutter. Du zerfetzt sie, ich zerlege sie. Ich bin gut. Auf den Flieger, er heilt sein Team. Mach dein Ding, Drax. Lösch sie aus, Rocket. Der Hangar ist weit offen. Sie können von überall angreifen. Erinnere mich daran, nochmal die Formationsübung durchzugehen. Lady Hellbenders Auftritt war ein ziemliches Spektakel. Wie kann sie sich ohne Sattel auf Boom halten? Natürlich glaube ich an unseren Helden. Ich glaube, der Große sieht Sterne. Jag sie hoch! Ich stehe in deiner Schuld, Peter Quill. Hol sie dir, Tiger! Fast Drax! Ich bin Groot. Hört auf, Groot! Kommt rein hier! Ich sollte die Landebucht komplett zerlegen, damit sie keine Verstärkung schicken können. Keine Zeit, wir müssen das Ritual erreichen. Mich beunruhigt mehr, was vor uns liegt, als das, was vielleicht hinter uns landet. Wie können wir sicher sein, dass sie Warlock nicht konvertiert haben? Es würde erklären, warum sie ihn gefangen genommen und nicht einfach getötet haben. Und es wird jede Menge Glaubensmist in diesen Ort geblasen. Warlock hasst den Magus. Er hat das Ding bereits einmal vertrieben. Haben sie sich versöhnt? Ich und Groot wurden gefeuert und sind trotzdem hier. Nein, ihr seid gegangen. Aber trotzdem. Nein. Hätte der Magus Warlock umgedreht, hätte der uns hier erwartet. Mantis, nicht trudeln! Warum trudelt sie? Kümmert euch nicht darum, wie ich fliege! Schießt lieber ordentlich! Ihr lernt bald neue Leute kennen! Die sind schon da, Mantis! Oh, grüßt sie von mir! Die himmlische Madonna lässt grüßen! Pack deine Smartbomben auf! Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Die Insektenhexe wird sich als fähige Pilotin entpuppen. Diese Leute kämpfen ohne jede Furcht. Sie sind dem Versprechen komplett erlegen. Und wo sie herkommen, gibt's noch Millionen mehr. Hoffentlich können Mantis und Lady Hellbender die meisten draußen beschäftigen. Hey, hier kommen wir durch. Kommst du, Quill? Die Tür ist verflockt. Mist. Wir müssen diesen Weg nehmen. Versuch mal, sie zu überladen. Bald wird Lady Hellbender dieses Schiff Stück für Stück in Flammen aufgehen lassen. Das würde ich gern sehen. Aber von draußen. Ja, wir sollten nicht hier sein, wenn sie loslegt. Sind die immer noch wütend auf uns? Okay, okay. Tut uns leid, dass wir beim letzten Mal so viel Unordnung gemacht haben. Tut es nicht! Seid ihr nicht sagen uns, wo Warlock ist? Das sind Idioten, die nur an das Versprechen denken. Der Große ist ungeschützt! Feuer frei! Zeit, seine Augen zu schließen! Für immer! Zerschnetzel sie! Gamoras erstes Gebot! Du sollst zustechen! Vorwärts, Grease Lightning! Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Noch nicht. Hau sie weg, Rocket. Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Bergungsgut, oder? Lass uns erstmal über die Ziellinie kommen, bevor wir die Beute aufteilen. Ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen in so kurzer Zeit anfertigen konnten. Stimmt! Hat die Kirche einen offiziellen Schneider? Überlegt nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet! Boom hat mittlerweile wahrscheinlich die halbe Armada zerlegt! Wir haben wieder Unordnung gemacht! Ich bin Groot! Groot hat recht! Sie haben angefangen!
ist ein großer Kult. Die haben bestimmt Hausmeister.